Hallo zusammen und willkommen zurück in Britannien, wo König Allen in der letzten Folge neuer König wurde, da sein Vater im Kampf verwundet wurde und letztendlich an den Verletzungen erlegen ist. So, und König Allen wird vom Regenten regiert, das ist Earl Rory von Bedford, und mit dem sollten wir uns gut stellen. Er wird jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld bekommen, damit er eine bessere Meinung von uns hat. Er ist auch unser Hofspitzel und er wird einen Ehrentitel noch erhalten. Er wird auch noch Seneschall. Damit ist er ein sehr mächtiger Mann und weil wir ihm auch vertrauen oder vertrauen müssen, können wir ihm doch bestimmt auch zu unseren Regenten machen. Ne, das geht jetzt nicht. Gut. Haben wir noch offene Befehlshaberplätze? Ja, haben wir ein paar. Jetzt gucken wir erstmal, warum Stefan noch hier ist. Nur mit einer persönlichen Kampffertigkeit von 1. Er ist zwar Kreuzritter, aber er hat ausgedient. March von Gwynedd. Den behalten wir. Lieber. Was ist mit Lieber? Wow. Der ist sogar richtig schlecht und ist auch Kreuzritter gewesen. Die haben ausgedient. Wir brauchen fähige Leute. Hier hätten wir Waldeef. Dem wir aber nicht trauen. Hier ist der Bürgermeister von Limerick, 63 Jahre alt. Ein Bischof, dem Bischof von Cloyne. Ja, uns gehen die Leute aus. Kann echt nicht wahr sein. Hier ist noch ein Bischof. Das sind unsere besten Anführer. Da ist ein Grieche. Nein. Der ist zu schlecht. Hier haben wir noch einen Bischof. Nee, das bleibt so. Und wir werden... Okay, jetzt bilden wir Truppen aus. Wir hoffen, dass wir keinen Krieg ziehen. Haben noch eine Domäne zu viel, aber ich möchte jetzt auch nichts abgeben. Ehrlich gesagt. Hier soll ein Verlöbnis arrangiert werden mit unserer Mutter. Das werden wir gleich ablehnen. Das lehnen wir ab. Oh, die Provinz von Leinster wird von der Fratizellenketzerei heimgesucht. Da werden wir gleich was unternehmen. Leinster. Leinster ist doch der Gesamttitel. Gucken wir hier auf die Religionskarte. Da ist es doch. Alles klar. Sowas geht gar nicht. Und da unten sind sie immer noch verzweifelt am Kämpfen, aber es ist verloren, dieser Kampf. Wir können hier nur auf unserer Insel sitzen und das Ganze aussitzen. Jetzt mit Krankheiten aus. Hier breitet sich in Wales was aus. Ich würde ja gerne den Königstitel erschaffen, allerdings im Moment brauchen wir das Geld notfalls für eine Armee, falls eine Rebellion eintritt. Weil es gibt ja ein paar Fraktionen. Die können wir uns auch mal eben anschauen.
Erbteilung in Wales. Das ist aber alles nichts, was stark ist. Wir könnten mal ein Gelage im November starten. Nee, das geht nicht, weil wir im Krieg sind. Jetzt ziehen wir mal eben Truppen rüber. Das kann ja nicht sein, dass hier die Plünderer hier langsam durchdrehen. Das müssen wir unterbinden. Eine Warnung. Die Erbteilung hat 88,8%. Können wir ein paar... Nein. Earl Peter von Dorset. Können wir dich da rausholen? Nein. Wir könnten dir einen Titel geben, dass du vielleicht... Ballmeister ist nur 5, 5. Das ist alles nix. Wir können ihm Geld schicken. 16. Dann sollte er dort eigentlich austreten. Eigentlich. Ja, sehr schön. Zwei Kinder haben noch keinen Fokus. Einmal Prinz Philipp. Du wirst für den Kampf gemacht. Und Prinzessin Eva sollte demütig werden. Gut, wie sieht es mit dem Geld aus? Kommen nur 14 Gold rein. Nicht 26 wie vorhin noch. Wo unser Verwaltungsgenie noch am Leben war. Nein, jetzt müssen wir kleine Brötchen backen. Wie sieht es eigentlich hier aus? König Allen hat noch 19%. Kirsten McPfister. Neugierig, verspielt und rauflustig. Diplomatie. Ja. Oh, es ist viel blau da unten, allerdings zu wenig Truppen. Schlagt doch mal so eine große Armee, verbündet euch und schlagt die. Aber da kommt wieder so eine kleine an. Und nix ist. Nee, 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 nee. Kommt dieses ganze Kleinviech da hinten wieder an. Wir hätten mit den Truppen da landen sollen. Und da hinten mal für Chaos sorgen. Was die Missgerechtigkeit hat, eine Provinz befriedigt. Die Zahl der Untaten ist gesunken. Die Beschwerden haben ein historisches Tief erreicht. Die Bauern sind glücklich wie nie zuvor. Das hören wir gerne. Ein Plünderer gelandet, da oben. Oh, da kann die sich mit rumschlagen, da habe ich nichts mit zu tun. Verlöbnis arrangieren. Wieder unsere Mutter ablehnen. Prinzessin Kirsten, unsere Schwester. Der König von Frankreich. Okay, ist kein mächtiger Mann, ne? Frankreich ist nicht groß.
Guiges. Wer ist das? Das ist noch nicht mal... Ach, der Enkel. Schwarz-Rot-Gold. Franken. Der ist 12, sie ist 12. Er erbt aber mal nichts. Ja, akzeptieren wir mal. Hätten wir jetzt noch ein paar mehr Soldaten, würde ich es mal wagen, da unten zu landen und mal das auszuloten. Die Königmutter hat ihren beachtlichen Einfluss geltend gemacht und die Regentschaft übernommen. Möge das Reich von ihrer Weisheit und Erfahrung profitieren. Okay. So toll ist sie jetzt auch nicht. Allerdings erhöht das die Chancen, dass wir das Erwachsenenalter erreichen. Nur das Problem ist, sie ist leider eine Fränkin und wird uns wahrscheinlich fränkisch erziehen. Mann, da gehen wir aber ein bisschen auf den Zopf. Die wollen wir doch mal ein bisschen ärgern, ne? Das kann ja nicht sein. Weg sind sie. So, dann wollen wir mal schauen. Eventuell können wir irgendjemand anders glücklich machen, wenn wir... Was haben wir denn? Herzogtum Mercia. Was ist denn Herzogtum Mercia? Nur diese beiden Teile? Ne, drei sind's. Warwick. Das ist ein Angelsachse. Und wo ist der? Das ist ein Schotte. Sitzt der im Gefängnis? Wird von Scheich Emil von Tlemcen gefangen gehalten. Kann ich den freikaufen? Irgendwie. Scheinbar nicht. Ich würde den gerne da rausholen. Gut, was haben wir noch? Wise. Das Herzogtum Wise. Das hat er doch schon, oder? Herzogtum Wessex, das ist da unten. Warum hast du einen Titel, der dir überhaupt nicht... Der will einen Sitz im Rat. Unsere Domäne ist zu groß. Ja. Schön für dich. Ne, können wir leider nichts machen. Von der Auvergne.
wir vom Rat bewilligt werden, können wir ja als Kind ja wieder eh nichts beschicken. Nein, du heiratest unsere Mutter nicht. Warum er die da nicht hinschickt, ne? Ich verstehe es nicht. Sind wir bei 1%. So, ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Wir bieten euch für eine bescheidene Summe von 10 die wohlbehaltene Freilassung von Mord an. Ach, das war die Lehrlingsfrau und unsere Ärztin. Wir haben, glaube ich, gar keine Ärztin. Ja, machen wir. Nichtsdestotrotz brauchen wir einen Arzt. Haben wir jemand geeignetes? Diebold? Nein. Nein, nein. Deswegen werden wir erstmal einen Hofarzt anheuern. Und schicken die Boten los. So, eure Kundschaften berichten von einer vermutlichen Hexe, die am Rande des Reichs lebt. Ihr konnte nie nachgewiesen werden, dass sie Hexenkünste ausübt, doch die Dorfbewohner trauen ihr nicht. Sie ist gewillt, ihre unterschiedlichen medizinischen Talente an euren Hof unter Beweis zu stellen. Cecilia, 21, attraktiv, eine Mystikerin, fleißig und tapfer. Und Alan ist natürlich sofort von ihr angetan, alleine weil sie so hübsch ist. Gut. Du im Tausch gegen eine kleine Fiole eures Blutes. Machen wir. Unsere Großmutter ist gerade verstorben. Da unten läuft es. Da döllmann die hier unten rum. Die Ritter von Calatrava. Wir sind jetzt bei -20%. Hier sind wir runtergefallen. Was ist eigentlich Haupt? Ja, Befreiung von Aquitanien, ja. Das wird wohl nichts werden. So, der Rat ist auf jeden Fall zufrieden. Und wir haben jetzt... Nein, wir können das Risiko nicht eingehen. Ich spiele mit Glenna und wir sind in der Nähe des Hauses, in das wir nicht hineingehen sollen. Glenna sieht ängstlich aus. Ja, wir sind nur grüblerisch. Wir gehen trotzdem hinein. Glenna sagt, dass wir nun zurück müssen. Wenn wir das nicht tun, dann würde sie mich verraten. Wenigstens habe ich es versucht. Gut. Mein Fürst, wie es scheint, trägt meine Arbeit in Northumbria allmählich Früchte. Titel auf die Grafschaft Northumbria. Wir setzen natürlich diesen Anspruch durch, allerdings ist es halt nur die Grafschaft. Und damit haben wir etwas, was wir angreifen könnten, weil Northumbria gehört, glaube ich, zu Schottland. Und jetzt werden wir unserem Kanzler aber sagen, so eine Staatsgunst verrichten. Und wir haben hier immer noch den. Haben wir keinen besseren? Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Da sind die Plünderer. Damit kommen die nicht klar. Ja, aber ist nicht unser Bier. Wir müssen unsere Kräfte schonen. Und König Ellen ist mittlerweile 9 Jahre alt. Wir können jemanden einkerken. Kerkern Herzog Kirsten, unsere Verwandte, die hat auch schon so einige Sachen angestellt. Muss mal gleich schauen, was sie wieder gemacht hat. Prinzessin Anna, unsere Schwester, braucht einen Fokus. Oh, sie ist stark. Dann bilden wir sie auch für den Kampf aus. Und wir schauen bei den Intrigen mal vorbei. Sie möchte einen Verwandten von uns töten. Hat das Herzogtum Leinster und die Grafschaft Leinster. Ja. Pakt hat sie sonst mit niemanden. Deswegen werden wir sie jetzt einkerkern, wo der Rat dagegen ist. Super. Der Rat, der bricht mir nochmal das Genick. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Wir haben wieder ein Kindkönig, König Ellen, Alter 9. Aber er scheint recht sicher zu sein, weil die Mutter die Erzieherin ist und die Regentin. Okay, ich würde sagen, euch noch einen schönen Restsonntag und einen schönen Start in die neue Arbeitswoche. Ab morgen geht's hier wieder weiter mit unserem Abadid-Sultanat. Bis dahin, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao.